Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch mal die Borsti Remote App vorstellen. Da kann man den Borsti Roboter also mit dem Handy steuern über Bluetooth. Ja, wir starten das Ding mal und müssen uns dann einmal kurz verbinden. Der Code ist 1234. Ja, und da sieht man auch schon die Oberfläche. Hier kann ich also den Motor steuern mit dem grauen Kästchen da. Dann gibt es eine Hupe. Ich kann das Frontlicht ein- und ausschalten, Blitzlicht. Und das Ganze können wir auch dauerhaft einschalten. Ja, dann gibt es noch den Blinker für links, für rechts. Warnblinker. Und da ist die Automatik, das zeige ich gleich nochmal. Erstmal fahren wir mal ein bisschen. Dazu ziehe ich einfach den Knopf nach vorne. Wenn ich das nach links und rechts schiebe, dann kann ich ihn lenken. Die Y-Achse ist quasi die Beschleunigung und auf der X-Achse habe ich eben die Lenkung. Ja, ich mache nochmal die Blinkerautomatik an. Da sieht man schon, je nachdem in welche Richtung ich lenke, blinkt der Roboter dann auch. Ja, soweit dann erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Die Beschreibung zu dem Roboter befindet sich im aktuellen Aartes Praxisheft Nummer 24. Ein paar weitere Informationen sind auch noch auf meiner Homepage zu finden. Ja, einfach mal reinschauen. Links sind in der Videobeschreibung.